Mein Name ist Aisha Sabu Eggert. Ich bin bildende Künstlerin und ich bin Spezialistin für Näharbeiten, weil ich auch vor der Kunstakademie eine Schneiderlehre gemacht habe. Meine krassen Skills sind, dass ich die Kinder erreiche mit der Freiheit, die man haben kann, wenn man anfängt, künstlerisch zu arbeiten, mit den Möglichkeiten, die es da gibt, so dass sie auch eben diese Freiheit spüren, dass sie sich trauen, ihre Ideen oder das, was sie berührt und bewegt, dass man das umsetzen kann. Ich kenne das, dass die Kinder sagen, am Anfang, oh, das kann ich ja gar nicht, aber am Ende total begeistert sind von dem Endprodukt, was sie dann auch mit nach Hause nehmen können. Und was ich eigentlich ganz schön finde an Textil, an irgendwas, das hat ja was Weiches, was Kuscheliges. Und wenn man zum Beispiel so ein selbst entworfenes Tierchen näht und dann fertig hat oder ein kleines Kissen, Kuschelkissen oder irgendwas in der Art, dann ist das was, was man wirklich mit ins Bett nehmen kann, was einen trösten kann. Und ja, das finde ich ganz schön. Wenn man was wirklich selbst hergestellt hat, will man dann auch mitnehmen. Das bleibt nicht da. Ja, das ist so ein Lieblingsding, so was man richtig lieb hat. Das habe ich so bei den Kindern gemerkt.